Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Es geht weiter mit der Anne-Rettungsquest und ich habe in weiser Voraussicht direkt schon mal wieder Morningstar dabei. Ich vermute doch sehr, sehr stark, dass ich ihn heute mitnehmen muss. Ja, und es geht weiter bei Alex hier oben auf den östlichen Hängen bei dem Lager, was wir in der letzten Story-Folge errichtet hatten. Also nicht in der letzten Story-Folge. Huch, die Spinnenquest gehört ja auch zur Storyline von Star Stable, aber ist nicht zur Hauptstory. Das ist halt eine Nebenquest. So. Ist es soweit? Ja, es ist soweit, Alex. Ich habe kein Auge zugemacht. Ich auch nicht. Ich habe wie ein Stein geschlafen. Ich fühle mich großartig. Während wir uns noch den letzten Schlaf aus den Augen wischen, könntest du schon einmal vorausreiten und Evergrey und den anderen Bescheid geben, dass wir unterwegs sind? Hoppala, ich wollte gar nicht meine Liste hier aufmachen. Das können wir tun. Es geht jetzt... falsch abgebogen. Ich muss ja hier direkt abbiegen. So, es geht nun also weiter hierum. In dem Gebiet hier hinten waren wir ja schon einige Male. Es gehört mit zu meinen Lieblingsorten auf Jorvik, denn ich finde das hier einfach wunderschön gemacht. Oh, Derek ist auch da, wie süß. Willkommen, willkommen. Der große Tag ist endlich da. Es wird Zeit, nach Pandoria zurückzukehren. Hier ist irgendwo eine Spinne. Wo denn? Wo ist die Spinne? Vergib mir, aber ich muss noch nach der Spinne gucken. Wo ist sie denn? Vielleicht irgendwo unter den Steinen. Ich glaube, das mache ich doch mal noch weiter in Extra-Folgen. Dass wir jetzt hier weitermachen können. Pandoria, verflucht sei mein Körper. Wie wünsche ich es mir doch, mit euch Mädchen zu reisen. Es gibt so viel, was ich euch zeigen könnte. Wo wir darüber sprechen, wo sind denn die anderen? Wenigstens eine unserer Soul Rider ist wach und munter. Die kommen auch gleich. Da hast du wohl recht, Elisabeth. Sie scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Das Mädchen ist der Grund, warum die Bewahrer Aydins gegründet wurden. Evergrey, bitte, das wissen wir doch gar nicht so genau. Huch? Vielleicht hatte Fripp zur Abwechslung ja einmal recht. Auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Klingt nach einem Job für... eine sprichwörtliche Uhr, Bonnie. Bist du bereit für die Prüfung, Dina? Ja, natürlich, wir sind zu allem bereit. Solch Enthusiasmus, den wirst du auf deinem Weg auch brauchen. Evergrey, stopp. Darum haben dich die Bewahrer fortgeschickt. Du preschst immer nach vorne, ohne nachzudenken. Über die Leben, für die wir verantwortlich sind. Du bist genauso schlimm wie Fripp. Elisabeth, ich... Wenn es irgendjemand wissen sollte, dann du. Du warst dort. Das letzte Mal. Catherine. Wer ist Catherine? Also, außer die am Stallbachs. Entschuldige, Dina. Ich hätte dir eher davon erzählen sollen. Und du wirst auch bald die ganze Geschichte von mir hören. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Sie sind hier. Mit Concord. Mini-Concord. Mini-Cord. Oh Gott. Ich bin wieder blöd. Ich bin aufgeregt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ist alles in Ordnung? Elisabeth und Evergrey scheinen sich über irgendetwas aufzuregen. Anscheinend sind wir wohl heute alle etwas angespannt. Aber heute wird sich alles ändern. Wir werden Anne nach Hause holen. Dessen bin ich mir sicher. Als wir das Tal der Wächter das erste Mal betraten, erschien es uns so riesig. Jetzt fühlt es sich eher etwas überlaufen an. Derek? Ich hatte davon gehört, dass du nach Jorvik zurückkommen würdest. Trittst du noch immer auf? Ich würde dich nur allzu gern spielen sehen. Wie bist du nur in unsere lustige Schar der Sonderlinge geraten?
Anne ist in Schwierigkeiten. Sie brauchte unsere Hilfe. Sie brauchten unsere Hilfe, da konnte ich doch nicht einfach nur zusehen. Sie? Bonnie! Die ganze Geschichte mit der kosmischen Uhr und dem Zirkus hat dich also nicht abgeschreckt? Süße, da brauche ich schon mehr als einen schicken Schickimicki-Typen und die gute alte Bonnie zu erschrecken. Was würde Fripp wohl dazu sagen, dass all diese neuen Gesichter jetzt den Soul Ridern helfen? Was ist ein Fripp? Du wirst ihn bald kennenlernen, das hoffe ich zumindest, sobald wir Anne gerettet haben. Er braucht nämlich auch unsere Hilfe. Concord? Nicht sie, kleine Schwester, das Kapitel ist abgeschlossen. Du hast jetzt eine andere Bindung, Geduld. Was ist los? Concord versucht, ihre Bindung mit der stärksten Reiterin des Sonnenkreises wiederherzustellen. In dieser Welt ist das Elisabeth, die vor langer Zeit ihre Seele mit der von Concord verschmolzen hat. Hallo. Seht sie euch an, es ist herzzerreißend. Ihre Liebe füreinander ist so stark. Können sie sich nicht wenigstens für einen kurzen Moment sehen? Es tut mir leid, Lisa. Nicht so lange Concord ihre Bindung mit Anne wiederhergestellt hat. Dina, auf ein Wort. Wie war es, Elisabeth war mal mit Concord verbunden? Concord braucht eine freundliche Person, die ihr dabei hilft, diesen nächsten Schritt zu überstehen. Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht sein könntest. Würdest du mir die Ehre erweisen und dich mit Concord neben ihre Statue stellen? Und wenn ich das Zeichen gebe, diese Worte sagen. Okay, sie flüstert uns was ins Ohr. Ja. Bewahre Aidins, Freunde, die Zeit ist gekommen, unsere verlorene Schwester Anne nach Hause zu bringen. Alex und Tinken, Linda und Meteor, Lisa und Starshine, Dina und Morningstar und geliebte Concord, die allein geht. Der Weg, der vor euch liegt, ist äußerst gefährlich. Der Feind weiß, dass wir kommen. Aber er hat vergessen, wie stark ihr seid, wenn ihr als eine Einheit reitet. Es wird Zeit. Wächter, auf eure Plätze. Blitzkreis, Urteil von Aidin, leih uns deine Kraft. Boah, das ist schon episch gemacht. Mondkreis, Weisheit von Aidin, weise uns den Weg. Sternenkreis, Herz von Aidin, halt uns auf dem rechten Weg. Sonnenkreis, Schild von Aidin, schütze uns. Das Portal nach Pandoria ist offen. Wow. Oh, ist der richtige Ausdruck. Ja, die beiden sind geplättet. Die kennen das ja alles noch nicht. Das Portal ist bereit. Der Rest liegt in euren Händen, Mädchen. Nein, ich habe was abgebrochen. Seid stark, seid vorsichtig und bringt unsere Anne nach Hause. Möge Aidin mit euch sein. Oha, es wird spannend. Ach, Concord ist so süß. Zeit und Raum entfalten sich. Pandoria, wir kommen. Wenn das mal keine epische Rettungsaktion ist, dann weiß ich es auch nicht. Huch.
ich bin richtig gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bin bereit, mit Garnok höchstpersönlich, mir Garnok höchstpersönlich vorzuknüpfen. Halte durch, Anne. Wir werden bald da sein. Ich fand ja von den Soul Rider Lisa und Anne immer am coolsten. Das waren die, die wir zuletzt geholt haben. Wow, das ist ein cooles Bild. Also wenn das mal nicht das Bild der heutigen Folge wird, dann weiß ich es auch nicht. Das Portal hat funktioniert. Wir haben es nach Pandoria geschafft. Gemeinsam. Jetzt müssen wir nur noch zu Aydin beten, dass wir in der Nähe des Ortes gelandet sind, wo sie Anne gefangen halten. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen hier waren? 2 Jahre? Es ist noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Zu schade, dass uns hier alles töten will. Du sagst es so, als ob Pandoria ein verwunschener Ort ist. Unsere Realitäten sind vielleicht nicht vergleichbar, nicht vereinbar. Aber das heißt noch lange nicht, dass uns Pandoria böse gesinnt ist. Idris? Nun, er ist nur ein Pandorianer. Und ich glaube immer noch, dass er sich zum Guten wenden wird. Natürlich tust du das, Linda. In deinen Geschichten steckt früher oder später jeder Bösewicht unter einer Decke mit den Heldinnen. Die Decke der Liebe. Gut, böse. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt nur in Schwarz und Weiß zu sehen ist. Ha, das sehe ich ganz genauso. Man muss auch in den Shades of Grey denken. Ha, nein, also ich meine, es gibt auch viele Facetten dazwischen. Ich mag das auch nicht, wenn immer nur Schwarz und Weiß gedacht wird und kein Stück dazwischen. Boah, ich bin so gespannt. Jetzt schießt Linda auf einmal wieder los. Und Concord hinterher. Ach, ich bin ja so gespannt, auch wie Concord dann erwachsen aussehen wird. Ich meine, klar, man kennt Concord. Aber wir haben ja Concord hier im Spiel noch nie gesehen. Nur auf Bildern oder auf Shirts. Da ist sie. Oder in den alten Star Stable-Teilen. Ist das Anne? Was haben sie ihr nur angetan? Okay, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Darkcore ist definitiv böse. Ich kann es kaum glauben. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und unserer Freundin. Nichts abgesehen von einer Wand aus Kristall. Sie sieht darin so friedlich aus. Denkst du, dass ihr bewusst ist, wie viel Zeit verstrichen ist? Kann sie etwas fühlen? Träumt sie? Hoffentlich sind das schöne Träume. Anne. Selbst jetzt ist sie eine Inspiration. Oh, Alex. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, dich zu finden. Bitte vergib uns. Armer Alex. Mach dich deswegen nicht fertig. Darko. Eure Freundin Anne hat uns im Namen der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Dank ihres Opfers stehe ich kurz davor, die Kraft der dunklen Sonne zu entfesseln. Dunkle Sonne? Meine Assistenten sind schon mit dem Ausbau des Tors beschäftigt. Bald wird Garnok... Ja, Sepp, was? Alex kennt uns! Ah, danke. Wir nehmen Anne jetzt mit nach Hause. Verschwindet jetzt. Oder soll ich die Vollzahl erhöhen? Die Vollzahl ist auch gut. Ich habe heute wieder so ein bisschen Wortgulasch. Nehmt sie. Sie ist uns nicht mehr von Nutzen. Aber zuerst ein Abschiedsgeschenk. Alex, Dina! Ach du Jemine, den kennen wir doch noch. Herr Anvir! Roar! Es muss eine neue Art der pandorischen Monster sein.
Er ist schlimmer als ein Monster. Er ist ein Pferdedieb. Mach mir ihm etwas Feuer unter dem Hintern. Anscheinend hat Darko eine Art der Verteidigung um sein Haustier errichtet. Ich kann von hier aus keinen Soulstrike auf ihn abfeuern. Eine von uns muss sich ihm nähern. Du reitest besser als ich, Dina. Also musst du das tun. Tinken und ich werden dich und Morningstar mit elektrischer Energie aufladen. Reite direkt auf das Monster zu, um einen vernichtenden Schlag auszuteilen und ihn so außer Gefecht zu setzen. Ach so, den Dingern muss ich ausweichen. Das macht Sinn. Oh, wir haben eine Schadensanzeige. Yay! Ein Bossfight in Star Stable. Dass ich das noch erleben darf. Klasse! Dina, du hast ihn erwischt. Nimm das, du Monster. Roar. Herrje, ich glaube, wir haben ihn nur noch wütender gemacht. Er bereitet den nächsten Angriff vor. Achtung! Alex, ich will mich aufladen. Wah. Jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder diese Übergangsphase. Okay, das ist wieder sehr, sehr cool gemacht. Hat er gerade auf mich draufgehauen? Was fällt ihm ein? Ja, so ein Drecksack. Lauf, Morningstar, lauf! Yes! Wir haben ihn. Yay! Aber ihr Lieben, an dieser Stelle, ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und da das jetzt gerade so eine super spannende Questreihe ist, sage ich einfach ganz spontan, dass es nicht erst am Samstag weitergeht, sondern schon morgen. Also dann, ihr müsst nicht lange warten, macht's gut und bis morgen. Tschüss!